Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 14.01.2020. Und unser DAX zieht die Zügel für sein Pony ein bisschen wieder enger ran. Konnte sich zum Montag eigentlich ganz gut halten. Er ist zwar nochmal ein Stückchen tiefer gerutscht, als wir am Freitag waren. Aber man hat schon gesehen, so mit den neuen Hochs, da kam schon deutlich Gegenwind rein. Auch hier an der 400 hat er dann ordentlich rumgezuckt. Haben wir auch im Dienst dann nochmal geschrieben, dass da jetzt ganz schöne Volumenschübe auch reinkommen und dass man da jetzt erstmal dann davon ausgehen müsste, dass der sich da ein bisschen probiert zu fangen. Das hat er auch getan. Mir persönlich ist er noch ein bisschen zu korrektiv hochgekommen. Meist ist es so, dass er dann am Folgetag auch nochmal kurz in die andere Richtung anzieht. Aber vielleicht schafft das nicht unten raus. Also es kann schon sein, dass das Tief vom Montag ihm hier reicht. Der nur noch mal kurz hier irgendwie so das letzte Tief unterbietet, hier 4,45 oder was, und sich dann nach oben aufdreht. Auf jeden Fall auch weiterhin hier grüne Kerzen, jetzt eher mehr Potenziale nach oben. Ich bleibe auch weiterhin bei meiner Aussage, die ich im gestrigen Video hatte, dass ich schon glaube, dass wir die 13.600 mal anschlagen. Mich haben recht viele jetzt, sehr viele, auffällig viele drauf angesprochen: Mensch, Martin, da sind auch ganz viele Call-Optionen reingekommen. Jetzt letzte Woche kann es vielleicht daran liegen, dass der Markt nicht weiter steigt. Also wenn ganz viele jetzt feststellen, dass letzte Woche ganz viele Optionen reingekommen sind und jetzt denken, dass deswegen der Markt nicht weiter steigt, ist das für mich schon fast eher kontraindikativ. Weil es ja nicht letzte Woche kam, als die Optionen reinkamen, sondern jetzt versetzt, wo vielleicht die Optionen schon wieder raus sind, ich weiß es nicht. Möchte auch gar nicht direkt reingucken. Wir haben auf jeden Fall einen Verfall. Aber rein technisch betrachtet muss ich schon sagen, hat halt die Chancen eher nach oben, ne? Dass er hier Montag, Dienstag nochmal ein bisschen unten rumdruckst, das hat uns jetzt nicht überrascht, ne? Haben wir im Video so letztendlich sogar auch gesagt, dass es fast sogar typisch wäre, wenn er am Montag dann noch ein bisschen rumdödelt. Wichtig war eben, wie er sich hier nach dem Eröffnungsgehampel hat, ne? Ob er dann über der 500 bleibt oder sich hier oder eben runterdrückt. Er hat sich hier nicht nach den Eröffnungskerzen über der 500 halten können, hat sich dann direkt dann auch runtergelegt, ne? Also bei den ersten beiden Kerzen hat er hier letztendlich nicht überzeugen können, ist von oben wieder runtergerutscht, hat sich dann unter der 450 versucht, und da muss man halt sagen, ne, das sind Verkaufssignale gewesen hier unter 450. Auch die neuen Tiefs hier unter dem letzten sind Verkaufssignale gewesen. Und guckst du doch mal, wie der Markt darauf reagiert. Wird hier immer wieder hochgekauft und wieder hochgekauft. Ich denke, das liegt auch viel an dem Optimismus, der momentan bei den Amerikanern drin ist, dort auch weiterhin. Das habe ich schon in der Jahresanalyse gesagt. Falls da jemand irritiert war, weil er bei mir auf der Website geguckt hat und dort die Jahresanalyse gar nicht gefunden hat, ich hatte da das falsche Video hinterlegt. Da war das Video für den 3.1. oder so drin. Da hat mich heute jemand darauf aufmerksam gemacht. Da ist jetzt auch, also auf meiner Website moneymonkeys-de, dieser Jahresausblick, dieses Jahresausblick-Video, wenn man da jetzt auf den Beitrag klickt, kommt das auch tatsächlich dann. Ne, also falls das der ein oder andere noch gesucht hat, ansonsten müsste man es auch auf YouTube finden, wenn man sucht DAX-Analyse, nee, DAX-Jahresausblick, Martin Naik, Dr. Martin Kavum, irgendwie so, da müsste man das auch finden. Und da war ja der Grundtenor, dass ich dolle davon ausgehe, dass wir eben so ein Übertreibungsjahr bekommen können. Nicht, dass es das ganze Jahr anhält, aber zumindest, dass das erste Quartal hier eben ganz gut vorbrechen kann. Wir haben da sehr oft den Nasdaq auf die Amerikaner geguckt und haben gesagt, die haben nach oben raus da schon schöne Chancen, jetzt eher mehr, wo man auch vorsichtig sein muss, dass man sich da nicht irgendwie short verkämpft halt, ne? Weil das schon das Ziel sein sollte, solange der jetzt so bounced nach oben, da auch noch ein bisschen was mitzunehmen. Denn erfahrungsgemäß ist es in einer Übertreibung immer so, dass man eher, dann machen wir noch mal ein bisschen was Bildhaftes. Warte kurz. Ja, normal ist es ja so, dass eine Übertreibungsphase vom menschlichen Gehirn immer schon zu zeitig wahrgenommen wird als Übertreibung, ne? Da macht ein Markt sowas, sowas, und dann stellt man hier schon fest, das ist eine Übertreibung und das ist ja absolut Gaga, was die machen. Und dann fängt man an, hier Short zu suchen und sagt sich, naja, selbst wenn der hier weiter steigt, dann gehe ich alle paar Punkte halt nochmal Short rein. Ne? Irgendwann kippt der Markt nach unten um und ich kriege den wieder. Habe ich früher auch ganz oft gemacht, in alle Richtungen. Also, ich kann es Ihnen sagen, mit sowas kommt man immer mal ganz gut wieder davon. Aber das ist auf Glück, was man da spielt. Das hat mit Trading auch nichts zu tun. In der Regel klappt es eher nicht. Und wenn es klappt, ist es meist so, dass man dann gerade so irgendwie kurz hinterm Einstand dann doch irgendwo, ich sag mal, den Schwanz einzieht und dann rausrennt.
den kleinen Gewinn mitnimmt, aber wehe, das klappt nicht, dann zerhaut man sich das komplette Depot halt, ne? Und es ist einfach so, dass Märkte in solchen Formationen, ne, also völlig egal, was da vorher war, dazu neigen, dass die dann hier eben von den Kerzen her auch größer werden und länger und in Bereiche gehen, in die man sich so letztendlich gar nicht, die man sich gar nicht so vorstellen kann, ne? Auch alles, was dann, da sage ich mal, aus menschlicher Schwäche, menschlicher Psyche dagegen haut, was dann da Leerreihen verkauft, was dann da Short sucht, das gibt immer Treibstoff nach oben. Weil jemand, der hier leer verkauft, der hier Short geht, na, der muss seine Position irgendwann auslösen. Und ein ausgelöster Short, der wird immer irgendwo hier oben zum Kauf. Na, weil wenn sie verkauft haben, müssen sie zum Auflösen des Verkaufs einen Kauf auslösen. Und das treibt den Markt irgendwann so leicht hoch, dass er sich in Teilen schon nur noch von aufgelösten Short-Positionen nähren kann. Und dann ist es oft so, dass man dann wirklich hier Kerzen bekommt und Bewegungsvorstöße, die man vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Und im Nachhinein hat man dann sowas, ne, zoomt dann raus und am Ende sieht es dann bloß so aus, ne? Und dann hat man hier irgendwie so eine Bewegung, wenn man weit rausgezoomt hat, aber wenn man eben hier in dem Bereich tief reinzoomt, in dem Bereich reinzoomt, ist das dann eben sowas. Und das sieht im Vorhinein, das ist einfach bei so Übertreibungsmärkten, bei Übertreibungsphasen so, sieht das halt, man sieht das nicht kommen halt, ne? Der Markt ist so und man versucht so aus der Natur, aus dem Instinkt heraus, versucht man den Markt einzuordnen in eine Art normales Verhalten. Ach Mist, das war die falsche Linie, die ich gelöscht habe. Man versucht den Markt in ein normales Verhalten einzuordnen und dieses normale Verhalten ist für den Geist, für den Kopf, ist es das hier, ne? Das, was man bisher gesehen hat, nicht das, was man noch nicht sieht. Und deswegen ist es für den Markt so relativ leicht, dann eben hier so rauszuziehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass hier sowas kommen muss und kommen kann, aber die Anzeichen sprechen halt schon deutlich dafür und wir haben das auch schon vor 3 Wochen gesagt und wenn ich jetzt bei den Amerikanern gucke, da haben wir, stand hier das gesagt und die stehen jetzt, nee, noch so weit oben ist es noch nicht, aber die stehen jetzt vielleicht auf dem Niveau, ne? Wir haben es hier gesagt und jetzt stehen sie schon hier. Das heißt, die bestätigen das eigentlich ganz gut. Wie lange sowas anhält, weiß niemand. Wie viel Unterbrechung, wann auch sowas mal reinkommt hier, ne? Rücksetzer gibt es immer. Die werden auch immer schärfer und immer aggressiver in solchen Bewegungen. Das ist auch ganz typisch, ne? Dass wenn man jetzt in die Bewegung reinzoomt, dass das dann untertägig durchaus auch im Chart auch mal so aussehen, das ist jetzt ein bisschen zu übertrieben dargestellt, ne? Aber dass sowas auch mal so aussehen kann, dass der Markt hier steigt, 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 dann rupft er hier richtig runter, dann steigt er wieder hoch, steigt er wieder hoch, macht mal ein bisschen zur Seite, schiebt wieder richtig runter, reißt runter, schiebt hoch. Und wenn Sie dann aber eine Zeiteinheit rüber gucken, schaut das dann genau so aus. Halt, ne? Also Rücksetzer sind da immer möglich, nicht deswegen da nicht zu so aggressiv drin rumhauen. Aber für mich ist es halt schon so, dass ich jetzt, ja, also wir haben uns beim Dienst, haben wir im Fazit stehen, im Premium-Dienst haben wir im Fazit stehen, das allerdings auch schon seit November, dass wir jetzt schwerpunktmäßig nach Long suchen bis Mitte März, Anfang April, beziehungsweise sogar bis April hin. April, Mai stand, glaube ich, immer drin im Fazit. Ne? Und so sehe ich es auch momentan noch. Soll jetzt nicht heißen, dass jetzt hier nach unten raus alles erledigt ist und wir keine Rücksetzer mehr kriegen. Sollten die kommen, ich würde mich sogar eigentlich im DAX freuen. Der DAX ist ja auch nicht ganz so krass positiv wie die Amerikaner. Und wie gesagt, da werden auch Rücksetzer kommen. Man darf auch nicht das Gefühl haben, da was zu verpassen. Ne? Auf mein letztes Video, auf dieses Jahresausblick-Video, sind da viele auch ein bisschen zu geil geworden. Ne? Das ist gefährlich. Wenn man so versuchen will, unbedingt bei einer Bewegung dabei zu sein, kann ich Ihnen nur von mir sagen. Erfahrungsgemäß sind die Börsenmonate, in denen ich unbedingt eine Bewegung und die Bewegung vor allen Dingen ganz klar vor Augen hatte, unbedingt dabei sein wollte, meist nicht die besten Monate gewesen. Die besten Monate sind gewesen, wo man gesagt hat, okay, man lässt sich jetzt nicht davon irritieren, was ist. Man hat ein bisschen im Hinterkopf, dass wir einen leichten Aufwärtsvorteil nach oben haben, sucht schwerpunktmäßig Longs und guckt sich halt einfach die Setups an. Geht auch mit 50 Punkten Gewinn schon mal nach Hause, ne, um dann einfach auch nochmal 60 Punkte tiefer die Position nochmal einlösen zu können.
und legt es nicht darauf an, hier unbedingt die Maximale zu erreichen. Weil in dem Moment agiert man, so war es bei mir früher oft, man lässt sich dann immer wieder ausstoppen, realisiert die Gewinne nicht und rennt dann von Stopp zu Stopp, weil man unbedingt dieses Große haben will. Man kriegt es aber nie. Und in dem Moment, wo der Markt dann mal so ein schnelles Tief bringt, dass man gar nicht long reinkommt, dann rennt der durch und dann ist man gar nicht long dabei. Man hat die ganze Zeit nur investiert in den Long, immer wieder einen Stopp kassiert und dann ist man beim Long gar nicht dabei und dann passiert ja meist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Man hat keine Position offen, sagt sich, okay, der Long ist jetzt schon fortgeschritten, was mache ich jetzt? Probiere ich mal einen Short und dann geht meist die ganz große Soße los, ne? Dann sitzt man in einem schönen Trend und ballert die ganze Zeit dagegen, weil man sich im Kopf nicht mehr gedreht hat. Ach, das sind Ach, jetzt mache ich mit Ihnen hier viel zu viele Sachen, die man eigentlich auf dem Seminar machen. Das ist, ich will bloß, dass Sie es im Kopf haben, ne? Dass Sie sich vorbereiten. Umso besser man vorbereitet ist auf so eine Situation, umso schneller kommt man nämlich aus einem Fehler raus. Umso schneller realisiert man auch einen Fehler, wenn man sich vorher intensiv damit beschäftigt hat. Darum gucken wir auch nach oben und nach unten und rechts und links, ne? Um einfach eine Vorbereitung für den Tag zu haben. So. Ja, Punkt. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt so in Rage rede. Es ist ein wichtiges Thema. Und ich sehe es halt auch immer wieder an dem, was wir so an Zuschriften kriegen, dass dann da auch oft die falschen Schlüsse einfach gezogen werden und die falschen Reflexe dann am Ende doch zu Verlusten führen, obwohl man eigentlich ganz genau weiß, was passiert. Man sich dann trotzdem in die Soße reinrennen lässt. Deswegen machen Sie sich die Gedanken vorher, schauen Sie, wie Sie reinkommen. Ich bleibe erstmal bei meiner Meinung. Ich halte es weiterhin für möglich, dass wir einen 13.600 hier sehen können. Würde jetzt zum Dienstag allerdings auch unterhalb hier durchaus nochmal die Bereiche mitnehmen. Ich glaube weiterhin, der Bereich um 13.300, 13.235, das sind super Supportzone. Sollte die noch kommen, kann die gut reagieren. Sollten wir nochmal ein Tief kriegen unter 400, rechne ich eher mit so einer 360. Das ist auch eine super Unterstützung. Da hätten wir nämlich hier noch einen Gap geschlossen. Vielleicht haut er sich auch auf der 320 dann hier auf diesem. Sehen Sie das hier, die Eröffnung hier links? Ich finde die in. Die Zone hier ist super interessant, wenn es uns zum Dienstag nochmal gibt. Sollte der zum Dienstag nach unten stellen, unter die 440, anschließend wieder ansteigen über 480, ich persönlich würde einen Long reinlegen. Mit Stop Loss dann unter der 440. Ich glaube, das wäre typisch für einen Dienstag jetzt. Runterrotzen zur Eröffnung, einfach die Leute ein bisschen in die Irre treiben, die jetzt davon ausgegangen sind, wir sehen jetzt am Dienstag schon 13.600, die einfach mal ein bisschen veralbern, ein bisschen nach unten anziehen, ein paar K.O.-Scheine ausstoppen, dann hier unten sich aber wieder fangen, wieder hochdrehen, 4.80 drüber und dann ist alles über 4.85 in meinen Augen dann schon long. Ne? Mit gut Potenzial 5.30, 5.60 bis 600 schon. Das kann auch schon am Dienstag kommen. Das ist so, aber wie gesagt, man sollte mit Bedacht rangehen, nicht unbedingt der Erste gleich sein, der da drin rumhampelt. Das haben wir auch gestern schon gesagt. Lassen Sie den ruhig ein bisschen kommen, lassen Sie den in Ihr Messer laufen, nicht laufen Sie in sein Messer rein. Ne? Und ja, können wir, denke ich, so dann machen. Da oben, das ist noch aktiv hier, der ist hier noch in der Bewegung drin. Es kann noch ein Dip nach unten werden. Unter 400 wäre ich erstmal ein bisschen vorsichtig. Da ist eine 360, eine 300, 285, die finde ich super interessant hier unten, die wäre noch drin. Von dort kann man sich auch nochmal super fangen. Das sollte aber nicht zum Nachmittag kommen, sondern eher zum Vormittag. Und da muss ich schon sagen, wäre sportliches Programm. Von daher sehe ich ihn jetzt eher zum Dienstag oben raussteigen, wahrscheinlich sogar mit Aufwärtsgap schon. Ich vermute eher, dass es auf sowas hinausläuft. Muss sagen, das sieht jetzt positiv aus. Auch im Tagesschart haben wir die rote Kerze hier nicht genutzt, haben sie nicht bestätigt, keine Anschlusskerze gebracht, stattdessen die Tagesverluste wieder komplett ausgekontert, ausgeglichen, uns hochgezogen über die 400. In dem Sinne meiner Meinung nach ja auch eine positive Bestätigung. Und damit bleibt es erstmal dabei. Trend aufwärts, Tendenz aufwärts. Ja, Rücksetzer in dem Sinne jetzt hier erstmal noch Kaufchancen. Bloß vorsichtig sein, wenn es auf den Dienstagnachmittag kommt. Also am besten Dienstagvormittag tief, das ist immer noch. Damit kommt unser DAX ganz gut klar, ne? Neue Tiefs auf den Dienstag.
Vielleicht sogar unter das Montagstief drunter, wobei das passt schon auf die ausgeprägte Bewegung hier nicht ganz. Ich würde eher so 4,45, dann wieder hoch. Das würde noch gut reinpassen und ansonsten sehe ich den eher oben. Alles, was so tiefer geht, eigentlich schon alles, was tiefer wie 4,40 ist, wäre ich ein bisschen skeptisch. Insbesondere auch, wenn es zum Nachmittag dahin geht, weil dann würde er sich zum Mittwoch hier gegebenenfalls nochmal ein bisschen durchwühlen. Ich schaue mal, wie er reinkommt. Sie haben erstmal ein grobes Bild im Kopf. Ja, schauen Sie vielleicht auch mal sich die Amerikaner an. Ich finde es momentan sehr interessant dort. Da ist viel Bewegung da und die Kerzen dürften dort eher noch länger werden als kleiner. Das kann schon Spaß machen dann dort halt, ne, wenn man da auch auf der richtigen Seite mit dabei ist. Okay, ja, dann habe ich was vergessen? Nö, ne? Eigentlich haben wir alles ausgiebig durch. Ja, ansonsten, Sie kennen es halt, ne? Es ist, was wir machen, ist Chartanalyse. Das ist immer ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Wir versuchen anhand von Bewegungsmustern, versuchen wir Vorteile zu erkennen, die wir für uns nutzen können. Eine Garantie, dass das auch so wird, gibt es nie. Na, wir müssen immer eine Restwahrscheinlichkeit einplanen, dass was nicht klappen kann. Und dafür ist ein Stop-Loss da, dass man sagt, okay, in dem Moment, wo der Markt aus meiner Erwartung rausgeht, Cut, raus, Seitenlinie, abwarten, gucken, beobachten, was macht er, bis er mir wieder in den Setup reinläuft. Und dann gehe ich dann wieder mit und versuche damit eben dann das Geld zu verdienen. Mit dem Markt gehen, nicht sich gegenstellen, nicht dann handeln, wenn er nicht das macht, was er soll, sondern dann handeln, wenn er schön in den Routen läuft halt. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig mitzugeben. Haben wir aber auch viel gemacht jetzt hier, was eigentlich gar nicht zur Analyse gehört. Gut. Aber was tut man nicht alles hier in seiner Freizeit? Also, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und wir hören uns morgen wieder. Ciao.